Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Und ja, wir müssen jetzt zu Elise und mit ihr sprechen. Das sollte einfach gehen. Nicht weg! Jetzt kommt der Teil, in dem ich dir die Eingeweide rausreiße. Kann ich mit dir... So, jetzt. Okay, sprechen. Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irre erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich aussehen lassen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen. Anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß Jamar Bescheid. Überlass das nur mir. Okay. Komm her, du feiger Bastard! Los! Robespierre sprach von Freiheit und Gnade, während Tausende zu Guillotine geführt werden. Würde Danton das sehen müssen, würde er mit einer Trauer erstehen. Kann ich drauf verzichten. So. Komm. Keine Angst haben. So. Ach du Scheiße. So, ja, jetzt gehen wir da rein. Sie haben keine Macht, euch vollständig auszulöschen. Menschen, wer auch immer ihr seid, ihr dürft wieder gut denken. Ihr könnt euer flüchtiges Leben wieder Gott und der Unsterblichkeit widmen. Die Natur soll ihre Großzügigkeit zurückgewinnen. Und die Weisheit hier, das höchste Wesen, ist nicht zerstört. Okay, wir haben wieder nix an Heilung. So, komm schon, wir brauchen Heilung. Lasst uns leidenschaftlich und unnachgiebig in unserem Zorn gegen unsere Tyrannen sein. Unbeirrbar in der Hitze der Gefahr, geduldig in unserer Arbeit, fürchterlich bei okay. Pflegen, bescheiden und wachsam im Erfolg. Komm schon. Lasst uns ernsthaft und diskret in all unseren Überlegungen. Ich kann's nicht platzieren. So wie Männer, die die Interessen der ganzen Welt bestimmen. Platzieren, Junge. Großzügig zu denen sein, die gut sind. Barmherzig zu den Unglücklichen. Und unerbittlich. Was ist sein Problem? Die Natur soll ihre Großartigkeit zurückgewinnen. Und die Weisheit ihr Reich. Das höchste Wesen ist nicht zerstört. Blick ich nicht. Lasst uns nur abhängig sein von unserer Konstanz und unserer Tugend. Menschen, wer auch immer ihr seid. Ihr dürft wieder gut über euch denken. Lasst uns nicht auf ungetrübt... Machen wir zuerst den anderen. Auf Triumph ohne Anstrengung. Auf alles, das vom Glück oder der Perversität anderer abhängt. Der scheint verbuggt zu sein. Von unserer Konstanz und unserer Tugend. Die Natur soll ihre Großartigkeit zurückgewinnen. Okay. Ihr Reich. Noch 50 Meter. So, das schaffen wir noch. Okay. Platzieren. Sieht euch den eitlen Fatzke an, Kult des höchsten Wesens allerdings. So. Jetzt nur noch einen. In eurer Tasche da.
und unerbittlich. Oje. Lasst uns ernsthaft und diskret in all unseren Überlegungen sein. Ach du Scheiße. Die Interessen der ganzen Welt bestimmen. Lasst uns nur abhängig sein von unserer Konstanz und unserer Tugend. Dann. Alter, der lauert so viel. Lass uns den jetzt noch schnell machen. Echt, wir dürfen uns nicht hier auffällig verhalten. Egal, sprinten wir. Sie können die Welt nicht von der Brust ihres Schöpfers nehmen, noch die Reue aus ihren eigenen Herzen. Lasst uns großzügig zu denen sein, die gut sind. So. Das sollte das Ganze in Gang bringen. Was ist denn? Geschafft. Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Der Weisheit allein obliegt es, den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Nur sie. Eine Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen. Der geht jetzt wirklich zu weit. Da tobt der Fuchs im Hühnerhaus. Die armen Hennen. Und nun? Wir warten. Das dauert nicht lange. Wenn Robespierre die Unterstützung des Volkes verliert, ist der Germain nicht mehr von Nutzen. Und wenn Germain ihn fallen lässt... Ist er verwundbar. Gehen wir. So, endlich abgeschlossen. Okay. Dann noch schnell speichern. Okay, so, endlich geschafft haben wir's. Sehr schwierige Mission, kann ich laut sagen. Alter, nee, oder? Ah, wenn das nicht der beste Gastwirt der Stadt für ihn war. Beschaffen wir uns noch ein bisschen Heilung. So. Plündern, wir brauchen Heilung. Wir brauchen unbedingt Heilung. Ohne Witz, wir brauchen's. Zweimal Phantomklinge ist auch nett. Aber Heilung wäre besser. Phantom. Alter, was da los? Ich brauche Heilung und keine scheiß Phantomklinge. Ist natürlich auch gut und nett und schön, aber. Na gut. Alter, wie viele hier sind. Die lasse ich aus Sicherheitsgründen. Da sind nur die zwei. Okay. Dann können wir die jetzt schnell plündern. Alter, wo ist der Kopf von dem? Wie läuft bei dem? So. Wir brauchen Heilung. Haben wir jetzt eigentlich bekommen? Nein. Das ist scheiße. Das ist sehr, sehr kacke. Was, in dem Gebiet gibt es Alarmglocken? Was? Warum? Wieso? Verstehe ich nicht. So, abgerollt, habt ihr gesehen? Haben wir uns ja schön gekauft. Also da hier ruckelt's wieder. Aber egal. Okay. Ich hoffe, wir finden noch welche, weil ich brauche unbedingt Heilung. Ohne Heilung geht's nicht. Ihr habt's gesehen, ein paar Schläge, wir sind weg. Was haben die denn hinten drauf? Oh Mann, immer diese Menschen. Ja. Für wen hältst du dich, ja? Für deine Mutter. Da habe ich gerade viel kassiert.
Lass ihm keine Zeit zu schlafen. Was, wer? Was hast du zu mir gesagt? Ich hab dich nicht richtig verstanden. Aber egal. So. Zack. Den auch noch schnell. Und den da hier. Alter, was ist bei denen los? Keine einzige Heilung. Betäubt. Boah, wen interessiert die Kacke hier? Schaffe ich die? Keine Chance. Mit den Leben? Keine Chance. Aha, hier sind wir jetzt eine Schwierigkeit runter. Ich will nicht. Nein. Zu verdammt langsam. Was für ein Tempo. War dein Vater eine fette Schnecke? Was ist mit deiner Mutter? Schnell, schnell. Er wird müde werden. Weiter. Nein, schnell. Okay, nur zu dir. Na? Deine gegenrevolutionären Tage sind gezählt, du Hund. Leck mich. Ich bin noch zu jung. Ich sag nix. Okay, das war's dann auch von der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch wieder gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es weitergeht hier. Also, bis zum nächsten Mal. Und ciao.